Die Badener Buchwoche im Kreativzentrum wurde so wie in den Jahren zuvor vom Landesgremium des Niederösterreichischen Buchhandels, der Stadtgemeinde Baden und den drei Buchhandlungen Mohr, Schütze und Zweimüller veranstaltet und man durfte einen neuen Besucherrekord verzeichnen. Gremialvorsteher Alfred Braun und der Bürgermeister begrüßten bei der Eröffnung das zahlreich erschienene Publikum. Autoren wie Alois Brandstätter, Johann Christoph Almayer-Beck, Viktor Wallner, Eveline Steinfischer und Reimar Wieser präsentierten ihre Werke. Den Besuchern der Buchausstellung wurde viel Information geboten. Neben der kuscheligen Kinderecke mit Literatur für die Kleinsten widmete sich ferner eine Sonderschau dem Thema Impulse für ein gesundes Leben. Der Badener Presseclub veranstaltete zum dritten Mal den Töpfermarkt am Josefsplatz. Dabei boten Erzeuger und Händler aus Deutschland, der Schweiz und Österreich ihre vielfältigen Waren an. Dekoratives für Haus und Garten konnte erstanden werden, die Auswahl war groß. Bei der festlichen Eröffnung der Badener Traubenkurwochen am Hauptplatz begrüßten der Bürgermeister und Ingenieur Rudolf Eitler, Obmann der Badener Hauerschaft, die Bevölkerung. Aus dem Fasse dann, o Wonne, in die Flasche, in das Glas, in die Flasche, in das Glas. Die singenden Weinhauer sorgten für den musikalischen Teil dieser stimmungsvollen Eröffnung bei Kaiserwetter. Die Mostpresse stellte heuer die vielbeachtete Attraktion bei der sehr gut besuchten Eröffnung der Badener Traubenkurwochen dar. Die Badener Volkstanzgruppe sorgte mit ihren Tanzdarbietungen für Stimmung. Diese Traubenkurwochen dauern 4 Wochen und beinhalten Jahr für Jahr eine bunte Palette unterschiedlichster Veranstaltungen wie Weingartenführungen, Weinverkostungen, Wiener Waldwanderungen, Radtouren, musikalische und literarische Programmpunkte. Die Pyrolyseanlage wird 1998 vom Badener Krankenhaus auf das Areal des Fernheizwerkes verlegt. Aufgrund der gestiegenen technischen Anforderungen wird die neue Pyrolyseanlage die alte Anlage beim Krankenhaus ersetzen. Um allen Auflagen zu entsprechen, musste ein 18,5 Meter hoher Betriebskamin und ein 15,5 Meter hoher Notkamin aus den Benelux-Staaten angeschafft werden. Der neue Ofen wird die Verbrennung von nicht entsorgbarem Spitalsmüll bei einer Temperatur von 1000 Grad Celsius ermöglichen. Die bei den Badener Senioren beliebte Urlaubsaktion des Sozialamtes der Stadtgemeinde Baden führte heuer insgesamt 8 Turnusse mit 126 Teilnehmern nach Kirchschlag in der buckligen Welt zur Familie Kugelbauer. Der Bürgermeister besuchte gemeinsam mit den Mitgliedern des Sozialausschusses die gut gelaunten Urlauber und überreichte den Geburtstagskindern ein kleines Geschenk. Es gefällt mir wunderbar, sehr gut. Ich fahre schon das 7. Jahr hierher. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Werden Sie im nächsten Jahr auch wieder dabei sein? Sicher, wenn wir schon 7 Jahre, werden wir das 8. Jahr auch noch, wenn der Gott will. Die neue Casino-Sporthalle in der Waltersdorfer Straße ist ein beliebter Treff für alle sportbegeisterten Badener. Von Fußball über Tennis bis hin zu Badminton, Boxen, Gewichtheben und Hand-, Basket- und Volleyball haben viele Sportarten ihre Heimat in der neuen Casino-Sporthalle gefunden. Internationale Meisterschaften wie das österreichische Taekwondo Austrian Open im Juni wurden ausgerichtet. Bei diesem offenen Wettbewerb kamen rund 400 Kämpfer und Kämpferinnen aus dem In- und Ausland. Die Halle erfüllt die unterschiedlichsten Anforderungen und erfreut sich einer großen Auslastung. Erkläre ich den Advent 97 in Baden bei Wien für eröffnet. Musik
Die festliche Eröffnung des Badener Advents durch Bürgermeister August Breininger fand vor dem Casino Baden statt. Dabei präsentierten Professor Gerhard Skoff und Direktor Stefan Hartl von Kongress Casinos Austria die Weihnachtskutsche und Baden in Miniatur. Die Stadtgemeinde bot ein umfassendes Veranstaltungsprogramm für Jung und Alt. Vom Krippenspiel, Nicolo und Krampus über Perchtenläufe bis hin zu Drehleierspielern und vorweihnachtlichen Musikdarbietungen. Plötzlich scheint die Stadt erwacht. Auch die Kinder höre ich wieder. Und es tönen Weihnachtslieder fröhlich in die weiße Nacht. Kulinarisches Punsch, Geschenke und vieles mehr gab es in den Adventhütten am Josefsplatz, Hauptplatz, Theaterplatz, dem Treff der Jugend mit Schulhütte und Kinderbühne, im Kurpark und in der unteren Wassergasse. Die Weihnachtsbeleuchtung setzte sich aus den Lichtwegeobjekten des Vorjahres, 5 Laserprojektoren und unzähligen Lichterketten, die Bäume schmückten, zusammen. Beleuchtete Adventkränze, unzählige Weihnachtsbäume und 2 Weilburg-Christbäume, die alten Vorlagen nachempfunden wurden, sorgten zusätzlich für Adventstimmung. Der Bürgermeister und der Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Familien- und Seniorenangelegenheiten begrüßten die Badener Senioren im Stadttheater zur Weihnachtsfeier. Neben der Weihnachtsansprache und einer Kurzlesung von Bürgermeister August Breininger stand ein musikalischer Streifzug durch die Welt der Oper und Operette auf dem Programm.